Man möchte es ja kaum glauben, aber es ist schon wieder an der Zeit, sich Gedanken über die Wiesn 2015 zu machen. 119 Tage, dann geht es wieder los. Und schon am Mittwoch gab es den ersten Vorgeschmack auf das anstehende Oktoberfest. Das neue Wiesnplakat, es ist bunt und modern. Mir gefällt es gut. Ich finde die Farbkombination gut. Ich habe jetzt erst auf den zweiten Blick gesehen, dass es ein Maskuck sein soll, denke ich mal. Es ist mir zu durcheinander. Es sind schöne bunte Farben, aber nee. Auf ersten Blick denkt man mit Schnee zu tun, aber wenn man liest Oktoberfest, dann ist es wahrscheinlich Bierschaum. Und es ist irgendwie sehr witzig. Wir leben in einer modernen Welt und ich finde, das Plakat ist perfekt. Wer eine Maske getrunken hatte, erkennt nichts mehr. Es ist inzwischen das 64. Wiesnplakat. Seit 1952 gibt es sie als Anheizer für das Oktoberfest. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die vorderen Plätze. In diesem Jahr hat sich die Jury nach Diskussion dazu entschlossen, nur zwei Preise zu vergeben. Die ersten beiden waren ziemlich eindeutig. Und die Entwürfe, die in die letzte Runde kamen, die lagen am Schluss so eng beieinander, dass es keine Eindeutigkeit gab für den dritten Preis. 2015 ist seine zweite Wiesn. Und noch keinmal konnte Wiesnchef Josef Schmidt das Gesicht für das Oktoberfest präsentieren. Im letzten Jahr, zu dieser Zeit noch nicht im Amt. Und dieses Mal musste er dem grippalen Infekt klein beigeben. 23 Plakatentwürfe standen der Stadt zur Auswahl. Es wurde abgestimmt bis spät in die Nacht. Zwei Motive schafften es in die letzte Runde. Zum dritten Mal hat ein Student der München Akademie U5 den geschlossenen Wettbewerb gewonnen. Mit seinem speziellen Oktoberfest-Maskrug konnte Moritz Breitenhuber die Jury beeindrucken. Die Ausschreibung sagt, es muss eine Tradition rüberkommen. Es muss ein Werbemittel sein für das Oktoberfest, für das größte Volksfest der Welt. Und es sollte signalisieren, was es tatsächlich ist. Und in diesem Fall, Sie sehen es hier beim ersten Preis, ist es die Modernität, die Zusammenkunft vieler Menschen. Das Motiv gibt es nun auf Maskrügen, T-Shirts und vielen anderen Souvenirs. Es ist eben das Gesicht der Wiesn 2015.